Vor 2 Wochen haben wir ein Video veröffentlicht, in dem ich das Buch Structure and Interpretation of Computer Programs in der JavaScript Edition vorgestellt habe. Das Buch basiert auf dem klassischen Werk Structure and Interpretation of Computer Programs, nur arbeitet es jetzt eben mit JavaScript als Programmiersprache für die Beispiele und nicht mit Scheme. Das ist aber gar nicht so weit voneinander entfernt, wie man zunächst meinen könnte, denn JavaScript ist im Kern ja im Grunde genommen eine Scheme-Variante oder es basiert auf Scheme, nur hat es eben eine anders geartete Syntax. Es sieht eher aus wie C, aber diese Ähnlichkeit zu den C-Sprachen, die ist nur sehr oberflächlich. Im Kern ist JavaScript eigentlich Scheme und damit, wenn man so will, ein Lisp-Dialekt. Das habe ich ja auch in vergangenen Videos schon häufig genug erwähnt. Und ich hatte gesagt, Structure and Interpretation of Computer Programs ist meiner Meinung nach das mit Abstand beste Buch, um Programmieren zu lernen. Es ist trotzdem, das muss man direkt dazu sagen, es ist trotzdem nicht unbedingt ein Buch, was sich an absolute Einsteiger richtet, denn es hat zum einen eine sehr, sehr hohe Informationsdichte, also es ist, wenn man auch überhaupt nicht programmieren kann, sehr schwer, dem Buch wahrscheinlich zu folgen. Und zum anderen wird das Buch sehr schnell, sehr abstrakt und das ist natürlich auch was, wo man als Einsteigerin oder als Einsteiger vielleicht zunächst mal ein bisschen überfordert sein kann. Trotzdem, das will ich gar nicht abstreiten, trotzdem ist es sicherlich durchaus möglich. Und am MIT, beziehungsweise in Stanford, wenn ich das richtig im Sinn habe, wird das Buch auch im ersten Semester als Programmierlehrbuch sozusagen genutzt. Falls du schon programmieren kannst, dann ist das Buch allerdings auf jeden Fall etwas für dich. Es lohnt sich, das Buch zu lesen, es lohnt sich, das Buch durchzuarbeiten, denn man kann unglaublich viel über Konzepte der Programmierung lernen. Und gerade, dass es eben so schnell sehr abstrakt wird und dass es so eine hohe Informationsdichte hat, ist an der Stelle eher förderlich. Ich hatte auch erzählt, dass das Buch sehr, sehr viele Aufgaben enthält, wo man entsprechend sich Zeit nehmen muss, die durchzuarbeiten und was auch durchaus, also womit man sich wirklich auseinandersetzen muss, womit man sich wirklich beschäftigen muss. Und ich hatte gefragt, ob denn bei euch Interesse besteht, dass wir Videos zu diesen Aufgaben machen. Das Feedback dazu, das war ziemlich eindeutig, ein ganz klares Ja. Und wir haben jetzt uns in den vergangenen 2 Wochen Gedanken gemacht, wie wir das denn umsetzen können, wie wir das denn präsentieren können, weil das teilweise doch etwas schwierig ist, ohne den Kontext aus dem jeweiligen Kapitel zu haben. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir die Videos so aufziehen, dass wir zunächst mal ein bisschen aus dem Buch berichten, dass wir die Konzepte erklären, dass wir quasi die Zusammenfassung liefern, was in einem bestimmten Abschnitt des Buchs drin vorkommt und dass wir uns dann um die Aufgaben kümmern und uns die dann gemeinsam anschauen, weil das bringt wahrscheinlich unterm Strich mehr, als wenn ich einfach nur die Aufgaben präsentiere, so aus dem Kontext herausgerissen und dann einfach sage, ja, so und so funktioniert das halt und ihr den Hintergrund dazu gar nicht habt. Und damit fangen wir heute an. Das ist am Anfang noch relativ einfach, also von daher die Aufgaben heute, die werden wahrscheinlich noch relativ überschaubar, relativ einfach sein, aber das wird dann in den kommenden Wochen, in den nächsten Videos deutlich anspruchsvoller werden. Und in diesem Sinne sage ich jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Structure and Interpretation of Computer Programs Video. Vorab noch ein Hinweis, falls du das Video mit der Buchvorstellung vor 2 Wochen noch nicht gesehen hast, dann kannst du das jetzt gerne dir nochmal anschauen. Es ist nicht unbedingt notwendig, aber es erklärt ein bisschen noch die Hintergründe zu dem Buch und den Link, den findest du wie immer hier oben in der Infocard. Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon in Medias Res. Ich habe schon mal ein Visual Studio Code geöffnet, habe ein leeres Verzeichnis angelegt und wir kommen im Grunde genommen mal so auf die Grundbausteine des Programmierens. Und da hat erstmal das Buch Structure and Interpretation of Computer Programs, weil der Titel so lang ist, werde ich jetzt wahrscheinlich zukünftig eher SICP sagen, aber mal so, mal so. Das hat erstmal einen sehr interessanten Ansatz. Das sagt nämlich zunächst mal, beim Programmieren geht es darum, sich auf der einen Seite mit Code zu beschäftigen und auf der anderen Seite sich mit Daten zu beschäftigen. Und obwohl ja Code und Daten erstmal wie 2 verschiedene Dinge zu sein scheinen, also Code ist ja quasi das, womit man dem Computer vorgibt, wie er etwas machen soll. Es wird ja in vielen Büchern für Einsteigerinnen und Einsteiger häufig so erklärt, wie ein Kochrezept quasi für den Computer, was man so Schritt für Schritt abarbeiten kann. Und Daten, das sind sozusagen, das sind ja keine lebendigen Bausteine, das Leben steckt im Code. Die Daten, das sind eher die Dinge, mit denen irgendetwas gemacht wird, mit denen irgendwas gemacht wird, mit denen gearbeitet wird. Und also das wirkt erstmal wie 2 komplett gänzlich verschiedene Welten. Und das Buch macht zunächst mal den Schritt, dass es sagt, okay, eigentlich haben Code und Daten beide erstmal von ihrer Art, von ihrer Natur her sehr viel gemeinsam.
Sie sind nämlich beide auf eine gewisse Art und Weise aufgebaut. Und in der Programmierung hat man mit beiden auf eine gewisse Art und Weise, und die ist sehr gleich, zu tun. Nämlich, es gibt die sogenannten Bausteine. Das sind quasi so die Grundbausteine. Das gibt es in Code, das gibt es in Daten. Es gibt dann Kombinationen von diesen Bausteinen. Das heißt, man fügt Bausteine zusammen, um größere Dinge zu machen. Und schließlich gibt es die Abstraktion. Das ist, dass man solchen Kombinationen Namen zum Beispiel gibt, wodurch es dann möglich ist, auf einer höheren Abstraktionsebene damit zu arbeiten. Und dieses Dreiergespann, Bausteine, Kombinationen und Abstraktion, das kann man eben sowohl auf Code anwenden als auch auf Daten. So, und das an der Stelle, das Buch macht sozusagen seinen ersten Schritt in diese Richtung, dass zunächst mal erklärt wird, es gibt so etwas, das nennt sich Ausdrücke. Wenn du jetzt schon programmiert hast, dann wirst du das kennen, dann siehst du als willkommene Wiederholung vielleicht von ein paar Grundlagen an. Wenn du noch nicht so viel Programmiererfahrung hast, dann kommen jetzt vielleicht schon die ersten Begriffe, die für dich vielleicht neu sind. Also zunächst mal gibt es Ausdrücke, und ein Ausdruck ist alles das, was einen Wert hat. Und um das jetzt ein bisschen zu veranschaulichen, starte ich an der Stelle mal ein Terminal, wechsle mal in Node.js und wir können einfach mal ein paar Ausdrücke eingeben. Und ich hatte ja eben gesagt, es gibt Bausteine, es gibt Kombinationen, es gibt Abstraktionen, und deswegen ist es naheliegend, mit den Bausteinen anzufangen. Und die einfachsten Bausteine, die es so gibt oder die es so unter anderem gibt, sind zum Beispiel Zahlen. Das heißt, die Zahl 23, das ist ein solcher Baustein. Und man sieht, wenn ich 23 eingebe, dann wird in Gelb eine 23 ausgegeben. Das ist nämlich der Wert, zu dem dieser Ausdruck ausgewertet wurde. Also das heißt, die 23, das ist ja meine Eingabe, das sind zunächst mal einfach zwei Zeichen, eine 2 und eine 3. Und dass das jetzt als Zahl interpretiert wird, das ist eben die Auswertung dieses Ausdrucks. Und der Wert dieses Ausdrucks ist dann eben auch wieder 23. Also das wirkt jetzt hier natürlich erstmal sehr offensichtlich, weil welchen Wert soll eine 2 und eine 3 sonst haben? Das repräsentiert nun mal eine 23. Aber das sehen wir gleich, wenn wir über Kombinationen sprechen. Es gibt neben der 23 als Baustein noch viele andere Bausteine. Es gibt zum Beispiel auch negative Zahlen, also die minus 7. Es gibt zum Beispiel Kommazahlen, also Dezimalzahlen, sowas wie 3,14 und so weiter. Und das alles sind Bausteine, das sind Ausdrücke. Und jetzt kann man diese Bausteine zu Kombinationen zusammenfügen. Und für Kombinationen, das kann man beispielsweise mit Hilfe von Operatoren machen. Da gibt es zum Beispiel Rechenzeichen, die man nutzen kann, um das zu kombinieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 23 plus 7 eingebe, dann sieht man jetzt schon, dass eben der Wert des Ausdrucks, also das hier ist ein Ausdruck, der Wert des Ausdrucks ist jetzt nicht mehr das gleiche wie die Zeichen, aus denen er besteht. Der Wert ist jetzt die 30, das ist eben die Summe aus der 23 und der 7. Und 23 plus 7 ist ein Ausdruck. Und wir haben hier mit der 23 und mit der 7 haben wir die sogenannten Operanden. Und das Plus ist ein Operator. Und das Ganze nennt man eine sogenannte Operatorkombination, weil man hier eben einen Operator nutzt, um unterschiedliche Bausteine miteinander zu kombinieren. Ja, und solche Ausdrücke, die können verschachtelt werden, die können verkettet werden. Das heißt, man kann zum Beispiel Klammern nutzen, um die üblichen Rechenregeln durchzuführen, also zum Beispiel sowas wie 23 plus 7 in Klammern mal 3, 23 plus 7 ist 30, mal 3 ist 90. Das heißt, Klammern beeinflussen hier also, wie gerechnet wird, weil 23 plus 7 mal 3, das ist 44, weil an der Stelle wird jetzt erst 7 mal 3 gerechnet, das ist 21 und 23 plus 21 ist 44. Und da sieht man schon, dass bei Ausdrücken, jetzt bei arithmetischen Ausdrücken, dass da die Punkt-vor-Strich-Rechnung gilt. Das heißt, die Multiplikation und die Division zum Beispiel, die wird als gewichtiger angesehen als Plus und Minus. Und diese Reihenfolge, in der die Operatoren ausgewertet werden, das ist die sogenannte Präzedenz. Das heißt, die Präzedenz von der Multiplikation und der Division ist höher als die von der Addition und der Subtraktion. Ansonsten, jetzt die Operatoren, so wie wir sie bis jetzt gesehen haben, die werden ansonsten von links nach rechts ausgewertet. Das nennt man linksassoziativ. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sowas haben wie 5 geteilt durch 2 mal 4, dann gibt das 10. Denn 5 geteilt durch 2 ist zunächst mal 2,5 und 2,5 mal 4 ist 10. Das wäre jetzt was anderes, als wenn ich den Ausdruck zum Beispiel, wenn ich jetzt zunächst sage, ich rechne erst 2 mal 4 und also ich rechne 5 geteilt durch in Klammern 2 mal 4. Das ist jetzt durch die Klammern, verschiebe ich die Präzedenz sozusagen, weil ein geklammerter Ausdruck immer Vorrang hat. Das heißt, 2 mal 4 ist 8 und 5 durch 8 ist dann eben 0,625. Das ist eben was anderes als 5 durch 2 mal 4. Also das muss man dabei berücksichtigen.
Das sind die üblichen mathematischen die Gesetzmäßigkeiten der Mathematik. Es wird von links nach rechts gerechnet, aber Punktrechnung geht eben vor Strichrechnung. So, und damit haben wir die Bausteine, die Zahlen, und wir haben Kombinationen. Jetzt zumindest haben wir Operatorkombinationen gesehen. Jetzt kommt als nächstes, kommen Abstraktionen hinzu. Und diese Abstraktion, die simpelste Abstraktion, die man nehmen kann, ist, dass man bestimmten Zahlen einen Namen zuweist. Und das kann man machen, indem man eine Konstante definiert, zum Beispiel die Konstante Pi. Wir könnten also zum Beispiel sagen, Pi ist gleich 3,14. Wir könnten dann hingehen und sagen, wir könnten einen Radius definieren. Der Radius ist zum Beispiel 10. Und wenn wir jetzt auf Pi zugreifen, auf den Namen Pi, dann erhalten wir den Wert 3,14. Das heißt, wir haben hier eine Abstraktion geschaffen. Pi ist auch ein Ausdruck, aber das ist eben nicht die Zahl selber, sondern das ist sozusagen ein Container für diese Zahl, für diesen Wert. Aber wenn ich nach diesem Container, nach dieser Konstanten frage, dann wird auch diese Konstante wieder zu dem Wert 3,14 ausgewertet. Das heißt, ob ich den Ausdruck 3,14 direkt verwende oder ob ich den Namen Pi verwende, das spielt erstmal keine Rolle. Der Wert dieser beiden Ausdrücke ist identisch. Und jetzt kann ich eben auch anfangen zu rechnen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich berechne jetzt die Kreisfläche und das ist jetzt zum Beispiel Pi mal Radius mal Radius. Also das ist ja die übliche mathematische Formel. Die Fläche ist Pi mal R². Und wenn wir jetzt fragen, wie groß ist denn Area, dann ist das 314. Das ist logisch. Weil Pi mal Radius, also 3,14 mal 10, ist 31,4. Nochmal mal 10 ist 314. Analog dazu können wir zum Beispiel auch den Umfang ausrechnen. Das wäre 2 mal Pi mal Radius. Und wenn wir danach dann fragen, dann sehen wir, dass es jetzt eben 62, ungefähr 62 oder gerundet 63 ist. Und insofern, damit haben wir diese drei Bausteine oder diese drei Elemente. Wir haben die Bausteine, wir haben die Kombination und wir haben die Abstraktion. Ein wichtiger Punkt ist jetzt an der Stelle noch, irgendwo muss die Sprache, also an der Stelle jetzt JavaScript, irgendwo muss die sich ja merken, welcher Name was bedeutet. Und diese Stelle, wo sich das gemerkt wird, das ist das sogenannte Environment beziehungsweise das sogenannte Program Environment. So, wenn wir uns jetzt, also bis hierhin ist das erstmal alles relativ logisch, relativ einfach nachvollziehbar. Es gibt auch noch andere Datentypen als nur Zahlen. Also man kennt boolsche Werte für True und False. Es gibt Zeichenketten und so weiter. Structure and Interpretation of Computer Programs beschränkt sich an der Stelle auf Zahlen, in den meisten Stellen zumindest, allein aus dem Grund, weil man eben mit Zahlen ja auch ansonsten alles andere repräsentieren kann. Denn auch Text zum Beispiel ist ja am Ende des Tages nichts anderes als eine Codierung, die in Zahlen abgelegt wird. Und auch die boolschen Werte True und False kann ich zum Beispiel als 1 und 0 codieren. Also insofern sind Zahlen essentieller oder elementarer. Und daher beschränkt sich das Buch eben an vielen Stellen sozusagen auf Zahlen. Jetzt ist die Frage, wie kommt man denn zu der Auswertung von solchen Ausdrücken? Also wie komme ich denn jetzt von so einer Zeile wie zum Beispiel hier 23 plus 7 in Klammern mal 3, wie komme ich denn von da auf die Zahl 90 oder auf den Wert 90? Und der Punkt ist eigentlich relativ simpel. Zunächst mal werden die Operanden ausgewertet, für sich genommen, und dann werden die Operatoren ausgewertet. Also zunächst mal, wir können hier mal ein paar Leerzeilen machen. Wenn wir nochmal die Zeile nehmen, 23 plus 7 in Klammern mal 3, dann wird so ein Ausdruck ausgewertet, in dem zunächst die Operanden ausgewertet werden. Also wir haben den Ausdruck, den Baustein 23, wir haben die 7. Dadurch, dass das in Klammern steht, wird jetzt als nächstes dieser Operand hier ausgewertet, 23 plus 7 ist 30. Und jetzt wird die Klammer sozusagen durch ihren Wert ersetzt. Also der Wert der Klammer dieses Ausdrucks, der steht jetzt fest. Das ist eine 30. Dann haben wir auf der anderen Seite eine 3. Jetzt haben wir die beiden Werte der beiden Teilausdrücke. Und jetzt wird wieder der Operand ausgewertet, die Multiplikation. Und damit kommt dann eben entsprechend 90 heraus. Und jetzt sieht man schon, das Ganze findet im Grunde genommen rekursiv statt. Egal wie komplex ein Ausdruck ist, das wird immer weiter runtergebrochen sozusagen bis eben zu den einzelnen Bausteinen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns jetzt nochmal so einen Ausdruck anschauen, wie zum Beispiel Pi mal Radius, dann ist es eben nicht nur, dass ich die einzelnen Bausteine auswerten will und dass ich die Operanden und die Operatoren auswerten will, sondern ich muss auch die Namen auflösen können. Das heißt, das Environment ist extrem wichtig, denn ansonsten hat man
überhaupt keine Ahnung, was denn Pi oder Radius sein soll. Das fällt jetzt vielleicht bei Pi ein bisschen schwerer, sich das vorzustellen, weil Pi ja so als mathematische Konstante versteht. Aber spätestens bei Radius ist natürlich klar, Radius kann ja im Prinzip alles Mögliche sein. Von daher ist der Kontext, in dem ich mich befinde, wichtig. Und das ist eben, wie gesagt, dieses Environment. Jetzt ist nicht alles, was wir bislang gesehen haben, ein Ausdruck. Also die Zahlen sind Ausdrücke, wie gesagt, die Kombinationen, die Operatorkombinationen sind Ausdrücke mit den Klammern, das sind Ausdrücke. Aber so eine Zeile wie zum Beispiel const pi ist gleich 3,14, das ist kein Ausdruck. Denn wenn wir uns das nochmal anschauen, dazu mache ich das Ganze nochmal ein neues Fenster auf, wenn wir uns so eine Zeile anschauen wie const pi ist gleich 3,14, dann ist damit jetzt ja nicht gemeint, dass wir zunächst den Ausdruck Pi auswerten, dann den Ausdruck 3,14 auswerten und schließlich den Gleichoperator anwenden und das Ergebnis irgendwas mit const damit machen. Also das ist ja nicht das, was hier passiert, sondern das ist ja eine Zuweisung. Und das ist ja nicht die Prüfung, ob zum Beispiel die Konstante Pi und 3,14, ob die gleich sind, ob die den gleichen Wert haben, sondern das ist eine Zuweisung, dass wir in der Konstanten Pi den Wert 3,14 hinterlegen wollen. Und insofern ist das kein Ausdruck an der Stelle, sondern dieses const-Keyword, das ist eine Sonderform. Ich habe es gerade schon gesagt, const ist ein Schlüsselwort. Und welche Bedeutung eine solche Zeile, eine solche Anweisung hat, das wiederum ist dann abhängig von dem jeweils verwendeten Schlüsselwort. Also da ist const natürlich nur eins von vielen, gibt es noch deutlich mehr. Und ja, so, jetzt haben wir bis hierhin gesehen, wir haben Zahlen und Operatoren, das sind zunächst mal Bausteine. Dann haben wir Ausdrücke und verschachtelte Ausdrücke, das sind Kombinationen. Und wir haben Konstanten als sehr, sehr simple Abstraktionen. Und damit haben wir diese drei Ebenen, Bausteine, Kombinationen, Abstraktionen einmal durchgespielt sozusagen. Und jetzt können wir natürlich hingehen und können sagen, okay, wir haben das für Daten gesehen, wir haben das mit der Addition, der Multiplikation und so weiter auch schon für Code in einem gewissen Sinne gesehen. Wir haben jetzt die Abstraktion für Daten gesehen, nämlich die Konstanten, aber was uns noch fehlt, ist die Abstraktion für Code. Und das können wir machen, indem wir Funktionen definieren. Und eine Funktion zu definieren ist relativ einfach in JavaScript. Man schreibt zunächst mal auch ein spezielles Schlüsselwort. Das ist auch, also eine Funktionsdefinition ist zunächst mal auch kein Ausdruck. Es ist auch eine Anweisung, ein sogenanntes Statement. Und zunächst mal beginnt das mit dem Schlüsselwort Function. Als nächstes gibt man den Namen der eigentlichen Funktion an, also zum Beispiel sowas wie Square. Dann kommt in runden Klammern die Parameterliste, also welche Werte die Funktion erwartet oder welche Zutaten man der Funktion sozusagen mitgeben kann. Und dann kommt der sogenannte Funktionsrumpf. Das wäre dann zum Beispiel sowas wie return x mal x. So, ich schreibe das jetzt hier bewusst als Einzeiler hin. Das würde man natürlich in einer richtigen JavaScript-Datei vielleicht so nicht machen. Aber wir befinden uns ja hier im Moment in dieser interaktiven Read-Evaluation-Print-Loop. So. Und diese Zeile, die macht im Grunde genommen zwei Sachen auf einmal. Nämlich zum einen erzeugt sie nämlich die eigentliche Funktion, also wo gesagt wird, wir haben eine Funktion, die erwartet einen Parameter namens x, die berechnet in ihrem Rumpf das Produkt aus x und x und gibt das zurück. Und sie weist diese Funktion dem Namen square im Environment zu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Zeile macht also zwei Dinge. Die eigentliche Funktion definieren, die ist aber erstmal sehr abstrakt, und dann diese Funktion eben zugreifbar machen unter dem Namen Square, in dem der Name Square im Environment registriert wird. Und ich habe gerade schon gesagt, so eine Funktion, die hat hier eine Parameterliste. Diese Zeile hier mit dem Return, die bestimmt den Rückgabewert. Wir haben die Signatur dieser Funktion. Die Signatur ist, dass wir eine Parameterliste haben mit einem Parameter, wo wir einen bestimmten Typ auch erwarten, wo auch ein bestimmter Typ zurückkommt. Und wir haben den Rumpf der Funktion. Das ist eben alles das, was hier sich in diesen geschweiften Klammern befindet. Und Funktionen können jetzt theoretisch mehrere Anweisungen enthalten. Also return ist übrigens auch ein Schlüsselwort. Das ist auch eine Anweisung. Funktionen können theoretisch mehrere Anweisungen enthalten. Und das Return-Schlüsselwort, das beendet die Funktion und gibt dann den entsprechenden Wert des Ausdrucks, der hinter dem Return steht, zurück. Das heißt, damit haben wir eine Funktion definiert und jetzt können wir die Funktion auch wiederum aufrufen. Und ein solcher Funktionsaufruf ist auch wieder ein Ausdruck und der ist seinerseits auch wieder eine Kombination, denn wir haben ja den Funktionsnamen
Und wir müssen ja einen Wert bzw. einen Ausdruck für x übergeben. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel hingehen und können sagen, wir nehmen die Funktion square und übergeben die 7 als Argument für den Parameter x. Das ist übrigens wichtig. Das Ding, was sozusagen von der Funktion erwartet wird, das nennt man Parameter. Der konkrete Wert, der übergeben wird, das ist das Argument. Oder wenn es mehrere sind, die Parameter und die Argumente. Und da sieht man schon, Square von 7 ergibt 49. Und da sehen wir auch, das ist eine Kombination, denn wir kombinieren den Funktionsnamen mit eben hier dem Ausdruck 7. Und das können wir natürlich auch komplexer machen. Wir können auch sagen, wir kombinieren das mit einer Kombination von Ausdrücken. Wir können zum Beispiel wieder den Plus-Operator verwenden und können sagen, wir addieren zunächst mal 7 und 12 zu 19 und quadrieren dann und erhalten dann die 361. Und weil Funktionsaufrufe ihrerseits wiederum Ausdrücke sind, denn sie werden ja zu einem bestimmten Wert evaluiert, können wir natürlich einen Funktionsaufruf auch als Ausdruck an einen anderen Funktionsaufruf übergeben. Das heißt, wir können sowas schreiben wie square von 7. Und damit wird jetzt zunächst mal das Argument 7 ausgewertet. Das wird dann quadriert. Das ist 7 mal 7 ist 49. Und dann wird davon nochmal das Quadrat gebildet. 49 mal 49 ist dann entsprechend 2401. Und jetzt kann man, und da beginnt jetzt nämlich die Kombination auf Basis der Abstraktionen. Jetzt kann man auch wiederum diese Abstraktionen wie Square zum Beispiel nehmen und kann die ihrerseits wiederum kombinieren. Wir können jetzt also zum Beispiel eine Funktion bilden, schreiben wir eine zweite Funktion, nennen die Sum of Squares und die erwartet jetzt zwei Parameter x und y und die gibt dann entsprechend das Square von x plus das Square von y zurück. Und damit haben wir eine weitere Funktion definiert. Und jetzt können wir zum Beispiel hingehen, können sagen, wir haben Sum of Squares 12 und 23 und das ist 673. Das heißt, das Argument 12 wird für den Parameter x eingesetzt, die Zahl 23 wird für den Parameter y eingesetzt und dann rechnen wir 12 mal 12, das ist 144. Dann rechnen wir 23 mal 23, das ist sozusagen der Rest, der bis zur 673 fehlt. Und dann addieren wir diese beiden Werte und erhalten als Gesamtwert die 673. Und da sieht man jetzt, wie man aus diesen ganz kleinen elementaren Bausteinchen und der Möglichkeit, diese Bausteinchen zu kombinieren und den Kombinationen wiederum Namen zu geben, wie man daraus quasi zunehmend größere Sachen bauen kann und jetzt eben schon eine Funktion definiert hat, die jetzt die Summe von zwei Quadratzahlen zurückgeben kann. Jetzt kann man das ganze Spielchen nochmal weiterspielen. Jetzt könnten wir zum Beispiel noch hingehen und könnten eine Funktion definieren, einfach namens f, die erwartet einen Parameter namens a. Und die gibt wiederum Sum of Squares zurück von a plus 1 und a mal 2. Und dann haben wir eine weitere Abstraktionsebene. Das heißt, wenn wir jetzt f von 7 zum Beispiel aufrufen, dann ist das 260, weil wir im Grunde genommen den Wert 7 für das a einsetzen. Damit haben wir 7 plus 1 ist 8. 7 mal 2 ist 14. Und jetzt berechnen wir die Summe aus den Quadraten von 8 und 14. Und das gibt dann eben offensichtlich 260. So, was man jetzt noch erwähnen sollte, es gibt auch noch eingebaute Funktionen. Also nicht jede Funktion muss man selbst definieren. Es gibt auch bereits eingebaute Funktionen in der Sprache. Zum Beispiel math.sqrt von 7, das berechnet die Wurzel, das wäre also quasi das Gegenstück, also SQRT steht für Square Root, das wäre das Gegenstück zu Square und die funktionieren aber von ihrem Ansatz, abgesehen davon, dass man sie nicht selbst definieren muss, so wie man sie aufrufen kann, so wie man sie verwenden kann, da funktionieren sie genau gleich. So, und jetzt kommt die eigentlich spannende Frage, nämlich wie funktioniert denn so eine Funktionsauswertung? Und dafür lege ich mal eine neue Datei an, das heißt, wir machen hier mal eine Evaluation.js und in diese JS-Datei schreibe ich jetzt nochmal ein paar Definitionen rein. Das sind die Funktionen, die wir gerade definiert hatten. Das heißt, wir haben eine Function square von x und jetzt schreibe ich sie auch als Mehrzeiler hin. Das wäre jetzt also an der Stelle return x mal x. Dann haben wir sum of squares von xy. Das wäre dann jetzt return square von x plus square von y und wir haben die Funktion f gehabt und die erwartet den Parameter a und da drin haben wir dann return sum of squares von a plus 1 a mal 2. So, das waren die drei Funktionen,
die wir definiert haben. Und jetzt können wir uns sowas überlegen, wenn wir jetzt zum Beispiel sowas hinschreiben wie f von 5. Was genau bedeutet das denn? Was genau passiert denn da jetzt eigentlich? Und jetzt können wir einfach hingehen und können sagen, okay, die 5, mit der können wir nicht großartig was anfangen, aber f können wir auflösen, f können wir ja sozusagen ersetzen durch den Ausdruck sum of squares a plus 1 a mal 2 und können für a die 5 einsetzen, weil die 5 ist ja als Argument für den Parameter a übergeben worden. Das heißt, wir bekommen hier also als nächstes, hätten wir sozusagen sum of squares von 5 plus 1, 5 mal 2. Das wäre also quasi so die erste Auflösung. Jetzt können wir hingehen und können sagen, okay, die 5 plus 1 und die 5 mal 2, die lösen wir auf. Das können wir sozusagen zusammenfassen. Da hätten wir Sum of Squares, das wäre 6 und 10. Und jetzt können wir das gleiche Spielchen machen wie vorher. Wir können Sum of Squares wiederum ersetzen durch den entsprechenden Funktionsrumpf, also Square von x plus Square von y. Und Square von x, x an der Stelle ist die 6, plus Square von y ist die 10. Das heißt, wir haben Square von 6 plus Square von 10. Jetzt können wir das gleiche Spielchen weiterführen. Die Square-Funktion ist ja einfach x mal x. Das heißt, wir haben 6 mal 6 plus 10 mal 10. 6 mal 6 ist 36, 10 mal 10 ist 100. Das heißt, 36 plus 100. Und wenn man das jetzt noch ausrechnet, dann kommen wir auf 136. Das können wir kurz mal gegenprüfen. Wenn wir hier sagen f von 5, dann haben wir 136. Also das ist offensichtlich erstmal das, was JavaScript an der Stelle macht, um diesen Funktionsaufruf f von 5 auszuwerten. Und das wirkt erstmal total logisch, das so zu machen. Das ist naheliegend, das ist intuitiv, aber, und das ist das Interessante daran, es ist tatsächlich nur ein Ansatz von vielen und es funktioniert auch tatsächlich nicht für alle Fälle. Das werden wir im weiteren Verlauf der Videoserie noch sehen, aber für den Augenblick ist das Ganze erstmal gut genug. Aber wichtig ist eben, es ist nicht die einzig mögliche Variante, wie man das Ganze machen kann. Um direkt mal eine zweite Option zu zeigen, man könnte auch zum Beispiel hingehen, wenn wir wieder mit f von 5 starten. Wir könnten das Ganze auch so machen, dass wir zuerst die Parameter auswerten und dann die Funktion beziehungsweise erst Parameter auswerten, dann Funktion anwenden. Das ist das, was wir jetzt gerade gemacht haben, weil wir sind immer hingegangen, haben quasi erstmal die Parameter oder die Argumente vereinfacht und haben dann erst, als das nicht mehr weiterging, die eigentliche Funktion durch ihre Implementierung ausgetauscht, durch ihren Funktionsrumpf und haben dann das gleiche Spielchen rekursiv gemacht. Das heißt, hier haben wir, das können wir als Kommentar mal drüber schreiben, hier haben wir zuerst die Parameter ausgewertet und dann die Funktionen angewendet. Und diese Vorgehensweise, diese Reihenfolge, die hat auch einen Namen. Das ist nämlich die sogenannte Applicative Order. Jetzt kann man das theoretisch auch umgekehrt machen. Das heißt, eine Idee wäre auch, wir können zum Beispiel erstmal die Funktionen auswerten und können dann die Parameter auswerten. Also vielleicht nicht Funktionen auswerten, sondern eher Funktionen anwenden und dann die Parameter auswerten. Das ist also die umgekehrte Reihenfolge. Das wirkt vielleicht gerade ein bisschen seltsam. Das ist, also da fragt man sich jetzt vielleicht, wie soll das gehen? Was genau soll das bewirken? Das zeige ich euch gleich. Und diese Reihenfolge, diese umgekehrte Reihenfolge sozusagen, die hat auch einen Namen. Das ist nämlich die sogenannte Normal Order. So, und wenn wir jetzt diese Normal Order mal anwenden auf f von 5, dann starten wir zunächst mal genauso, wie wir oben auch gestartet sind. Wir können sonst nichts machen. Mit der 5 können wir nichts machen, aber wir können was mit f machen. Wir können nämlich f auflösen zu Sum of Squares und wir können jetzt sagen, wir setzen die 5 als Parameter a ein. Das heißt, wir haben 5 plus 1 und wir haben 5 mal 2. Und jetzt waren wir ja vorher so vorgegangen, dass wir jetzt die 5 plus 1 und die 5 mal 2 die 5 plus 1 und die 5 mal 2, dass wir diese Ausdrücke ausgewertet haben. Darüber kamen wir hier oben auf 6 und 10. Und jetzt ist die Idee, dass man das aber nicht macht, sondern dass wir das sozusagen verzögern, weil die Parameter wollen wir erst am Schluss auswerten, wenn wir keine Funktionen mehr haben, die wir auswerten können. Das heißt, wir lassen die Parameter jetzt so, wie sie sind und ersetzen die Sum of Squares Funktion durch ihre Implementierung. Das heißt, wir haben hier Square von x und Square von y und daraus die Summe. Das heißt, wir bekommen Square von x, x an der Stelle ist 5 plus 1, plus Square von 5 mal 2.
Ja, und da sieht man jetzt den Unterschied. Das ist also eine andere dritte Zeile als hier oben. Hier oben haben wir erst die Parameter vereinfacht und dann wieder die Funktion aufgerufen. Jetzt rufen wir sozusagen die Funktion direkt auf und belassen die Parameter mal noch dabei, wie sie waren. Jetzt kann man das Gleiche natürlich nochmal machen. Das heißt, wir können jetzt sagen, jetzt vereinfachen wir als nächstes, jetzt wenden wir die Square-Funktion an. Ja, und die Square-Funktion sieht dann so aus, dass wir haben 5 plus 1 mal 5 plus 1. Das müssen wir jetzt klammern, damit das korrekt ist. 5 plus 1 mal 5 plus 1 plus 5 mal 2 plus 5 mal 5 mal 2. So, und jetzt haben wir diesen sehr komplexen oder relativ komplexen Ausdruck, diese relativ komplexe Kombination. Und jetzt können wir hingehen und können die wiederum vereinfachen. Das heißt, weil jetzt haben wir keine Funktionen mehr, die wir anwenden können, jetzt müssen wir die Parameter auswerten. Das heißt, 5 plus 1 ist 6. Mal, nochmal 5 plus 1 gibt wieder 6, plus 5 mal 2 ist 10, mal 5 mal 2 ist wieder 10, 6 mal 6 ist 36, 10 mal 10 ist 100 und 36 plus 100 kommen wir auf 136. Das heißt, man sieht, am Ende kommen wir zum selben Ergebnis. Das Interessante ist, das muss nicht zwingend so sein. Das ist jetzt in diesem Fall so. Wir gucken uns nachher bei den Aufgaben an, wann das unter Umständen nicht so ist. Und wir sehen auch direkt, dass die Applicative Order im Grunde genommen effizienter ist, weil man Ausdrücke nur einmal auswerten muss. Dass zum Beispiel 5 plus 1 6 ist und das 5 mal 2 10 ist, muss ich hier oben eben nur einmal auswerten. Hier unten muss ich 5 plus 1 und 5 plus 1 zweimal berechnen. Analog dazu 5 mal 2 und 5 mal 2 auch zweimal berechnen. Also von daher ist es naheliegend, dass JavaScript erstmal die Applicative Order anwendet und nicht die Normal Order, weil sie eben effizienter ist, aber die Normal Order kann durchaus praktisch sein. Das ist so eine Art Lazy Evaluation, so eine Art verzögerte Auswertung, wo quasi Argumente als Parameter erstmal durchgereicht werden, bevor sie dann nachher tatsächlich in die Berechnung einfließen. Jetzt sind wir fast so weit, dass wir zu den Aufgaben kommen können. Jetzt fehlt uns noch eine Kleinigkeit, nämlich es fehlen uns für ein bisschen komplexere Funktionen, weil bisher können wir im Grunde genommen nur rechnen. Da fehlen uns jetzt noch Entscheidungen. Und Entscheidungen in JavaScript sind relativ einfach zu lösen. Jetzt denkst du unter Umständen direkt an das if-Schlüsselwort. If ist ein Statement, also eine Anweisung. Aber es gibt auch einen Ausdruck, der das Ganze bewirkt. Und das ist der sogenannte ternäre Operator. Wobei das, ja, da kommen wir gleich drauf. Also es ist, ja, ich komme gleich nochmal drauf zurück wegen Ausdruck und Statement und so. Da gibt es eine Besonderheit bei dem ternären Operator. Und der ternäre Operator, das ist der Fragezeichen-Doppelpunkt-Operator, der funktioniert im Grunde genommen so, dass du sagst, du hast zunächst mal eine Bedingung, zum Beispiel sowas wie 5 ist größer als 3. Und wenn das der Fall ist, dann ein Fragezeichen, dann möchten wir zum Beispiel die Zahl 23 zurückgeben. Wenn das nicht der Fall ist, also in anderen Falls, dann geben wir die Zahl 42 zurück. Und da 5 größer als 3 ist, geben wir eben an der Stelle 23 zurück und nicht 42. Wenn wir umgekehrt schreiben würden, 5 kleiner als 3, 23, 42, dann würde eine 42 zurückgegeben werden. Das heißt, im Prinzip dieser ternäre Operator, der ja danach benannt ist, dass er drei Operanden hat, nicht Operatoren, dass er Operanden hat, dass er drei Stück davon hat, nämlich die Bedingung vorne und dann sozusagen den Then-Branch und den Else-Branch. Deswegen heißt das Ding ternärer Operator, im Gegensatz zum Beispiel zu Plus, was ja ein dualer Operator ist. Oder ein binärer Operator, besser gesagt, oder zum Beispiel dem logischen Nicht, da kommen wir nachher noch zu, das ist ein unärer Operator, das hat nur einen Operanden. So, und im Prinzip können wir jetzt mit dieser Kenntnis schon, dass wir diesen ternären Operator haben, können wir jetzt auch wieder Funktionen definieren. Wir können zum Beispiel eine Funktion schreiben, die einen Absolutbetrag ermittelt. Das heißt, wir können sagen, wir haben eine Function namens abs für absolute. Und da gucken wir jetzt einfach, wenn, wir geben also was zurück, wenn x größer oder gleich 0 ist, dann geben wir x zurück, dann müssen wir nämlich nichts machen. Ansonsten geben wir nicht 0, ansonsten geben wir minus x zurück. Ja, das ist ja auch genau das, wie es in der Mathematik definiert ist. Eine Zahl, die positiv ist, bleibt einfach im Absolutbetrag diese Zahl. Die 0, die ist weder positiv noch negativ, die bleibt einfach die 0. Und eine Zahl, die negativ ist, die wird sozusagen invertiert, die wird in den positiven Bereich gespiegelt und damit haben wir eben mit minus x. Das heißt, das Ergebnis von der abs-Funktion, das ist immer eine positive Zahl
oder eben die 0, aber es kann niemals eine negative Zahl sein. Und jetzt habe ich so en passant eine Kleinigkeit eingeführt, nämlich an dieser Stelle hier, ich habe gesagt, hier haben wir eine Bedingung, sowas wie 5 größer 3 oder jetzt an der Stelle ist x größer oder gleich 0. Das ist ein Ausdruck mit nicht einem arithmetischen Operator, sondern mit einem logischen, mit einem Vergleichsoperator. Wir vergleichen, ob x größer gleich 0 ist oder eben nicht, also ob es kleiner ist. Und solche Vergleichsoperatoren, die liefern zunächst mal boolsche Werte zurück. Es gibt zwei boolsche Werte, true und false. True steht für eine wahre Aussage und false steht für eine falsche Aussage. Und solche Funktionen oder solche Ausdrücke, besser gesagt, wie x größer gleich 0, die eben einen boolschen Wert zurückliefern, die entweder true oder false sind, das kann einfach ein Ausdruck sein, das kann auch eine Funktion sein, beziehungsweise ein Funktionsaufruf, denn auch ein Funktionsaufruf ist ja ein Ausdruck. Solche Ausdrücke nennt man Prädikate oder beziehungsweise im Englischen Predicate. Das wird euch vielleicht in der einen oder anderen Stelle auch mal begegnen, in der einen oder anderen Library, dass eben solche, meistens sind es Funktionen, die einen boolschen Wert zurückgeben, dass die dann als Predicate bezeichnet werden. Wenn man jetzt mehrere Fälle hat, dann kann man den ternären Operator auch verschachteln. Das heißt, wir könnten alternativ, könnten wir die Ups-Funktion auch etwas expliziter schreiben. Wir könnten nämlich hingehen, könnten auch sagen, also wenn x größer als 0 ist, dann gib x zurück. Ansonsten, wenn x gleich 0 ist, dann gib 0 zurück. Und ansonsten gib minus x zurück. Ob das jetzt die schönste Schreibweise ist, ob das jetzt die netteste Art und Weise ist, wie man das Ganze hinschreiben kann, sei mal dahingestellt. Also das hier oben ist natürlich deutlich besser lesbar, weil es kürzer und kompakter ist. Aber wie gesagt, das hier ist eben einfach etwas expliziter. Das kann man jetzt noch ein bisschen anders umbrechen. Wichtig dabei ist dann, weil JavaScript ist jetzt eine JavaScript-Besonderheit, JavaScript-Semikolons sind optional. Man sieht auch, Visual Studio Code graut das hier aus. Das liegt daran, dass JavaScript jetzt denkt, oh, ein Return ohne Semikolon, ja, dann füge ich da ein Semikolon ein. Und man hat da unten drunter unreachable Code. Das ist natürlich nicht das, was man haben wollte. Und deswegen muss man den Ausdruck an dieser Stelle klammern, um zu verhindern, dass hier oben, jetzt steht da zwar immer noch kein Semikolon, aber wenn JavaScript jetzt eins einfügen würde, wäre es kein gültiger Code mehr. Und insofern unterlässt JavaScript das dann. Also so könnte man das Ganze auch schreiben. Das heißt, man kann mehrere Fälle mit dem ternären Operator ganz gut verschachteln und die sozusagen einfach von links nach rechts lesen. Interessant ist, dass man dabei keine Klammern setzen muss, weil der ternäre Operator an der Stelle eben rechtsassoziativ ist. Also das heißt, man könnte das Ganze, ich füge es nochmal in eine Zeile zusammen, hoppla, da ist das Minus verloren gegangen. So, man könnte das Ganze, also gemeint ist ja, wenn x größer als 0 ist, dann gib x zurück. Ansonsten, wenn x gleich 0 ist, dann gib 0 zurück. Ansonsten eine Minus x. Man könnte das Ganze ja auch interpretieren, wenn man nicht weiß, in welcher Reihenfolge Dinge ausgewertet werden, dass hier steht, wenn x größer als 0 ist, dann gib x zurück. Ansonsten nimm auch x und egal, was jetzt dabei rausgekommen ist, also x oder x, vergleich das Ergebnis mit 0. Wenn das Ergebnis 0 ist, dann gib 0 zurück, ansonsten gib minus x zurück. Also, dass jetzt hier dieser Vergleich sozusagen eine höhere Präzedenz hat als der Gesamtausdruck, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist eben das, weil der Operator an der Stelle rechtsassoziativ arbeitet. Naja, und bei diesen Vergleichsoperatoren, ein paar haben wir jetzt ja schon gesehen, also es gibt größer, es gibt analog, logischerweise kleiner, es gibt größer gleich, das haben wir hier oben gesehen, es gibt analog dazu, logischerweise kleiner gleich, es gibt gleich, gleich, gleich für den Test auf Gleichheit und es gibt ungleich, gleich für den Test auf Ungleichheit. Also das heißt, wir haben 6 Vergleichsoperatoren, gleich, ungleich, größer, kleiner, größer gleich und kleiner gleich. Ja, und abschließend haben wir noch die sogenannten logischen Operatoren. Also neben den arithmetischen Operatoren und den Vergleichsoperatoren haben wir jetzt noch die logischen Operatoren. Da wird üblicherweise genannt, wir haben das logische und mit zwei Kaufmanns und dargestellt. Wir haben zwei Pipe-Symbole, das ist das logische oder. Und wir haben ein Ausrufezeichen, das steht für not. Der Punkt ist, dass streng genommen und oder eigentlich keine Operatoren sind, denn die rechte Seite von denen wird nicht in jedem Fall ausgewertet. Das nennt man Shortcut Evaluation. Das heißt, wenn die linke Seite schon klar macht, dass egal was auf der rechten Seite steht, das Ganze überhaupt nicht mehr true werden kann, dann wird das Ganze nicht ausgewertet. Das heißt, wenn wir sowas haben wie true und true zum Beispiel, dann ist der Gesamtausdruck true, weil links steht true.
Und jetzt muss auf der rechten Seite geguckt werden, ob auf der rechten Seite auch true steht. Und dann wird eben festgestellt, okay, hier ist auch true, also ist der Gesamtausdruck true. Wenn jetzt auf der linken Seite schon false steht, ein und wird nur dann true insgesamt, wenn beide Seiten true sind. Das heißt, wenn auf der linken Seite schon false steht, dann ist es völlig unerheblich, was auf der rechten Seite noch als Operator kommt. Das Ganze kann nicht mehr true werden und insofern spart sich dann die Laufzeitumgebung, spart sich JavaScript dann die rechte Seite überhaupt noch auszuwerten. Und das ist eben die sogenannte Shortcut aus oder Kurzschlussauswertung, wie es im Deutschen heißt. Und insofern sind eigentlich streng genommen der logische und der logische Oder-Operator, genauso wie zum Beispiel auch das Const-Schlüsselwort, das ist eigentlich eine Sonderform. Für den Not-Operator gilt das interessanterweise nicht, der ist ja unnäher, das hatte ich ja vorhin erwähnt. Das heißt, not true ist einfach false, not false ist einfach true. Und das heißt, in dem Falle wird ja der Operator, der angegeben wird, immer der Operand, Entschuldigung, ich kenne den Unterschied zwischen den beiden Begriffen, ich schmeiße sie trotzdem unglaublich gerne durcheinander. Das heißt, der Not-Operator, der kehrt den Operanden um, logisch gesehen, und der wertet seinen einen Operanden natürlich immer aus. So, und insofern haben wir hier also eigentlich eine leicht unterschiedliche Charakteristik sozusagen von dem Not-Operator gegenüber dem und dem Oder-Operator. Was die Präzedenz angeht, ist der Vergleich höher als der von logischen Operatoren. Das heißt, das hier ist auf jeden Fall hat eine höhere Präzedenz als das da. Und der ternäre Operator, der hat tatsächlich von allen, die wir jetzt besprochen haben, die ich gezeigt habe, die niedrigste Präzedenz. So, und damit haben wir sozusagen die Grundlagen erstmal geschaffen, um über Programmierung sprechen zu können. Wir haben ein paar Konstrukte kennengelernt, wir haben Ausdrücke kennengelernt, wir haben Ausdrücke als Bausteine, als Kombinationen und als Abstraktion kennengelernt. Wir haben Funktionen kennengelernt als Abstraktion für Code. Wir haben festgestellt, dass Funktionsaufrufe wiederum Ausdrücke sein können, dass man Ausdrücke miteinander verschachteln kann, dass man dementsprechend Funktionsaufrufe verschachteln kann, dass Funktionen andere Funktionen aufrufen können. Wir haben ein paar Statements kennengelernt, const und return vor allem. Und wir haben eine Reihe von Operatoren bzw. von Spezialformen kennengelernt, wie beispielsweise eben den und den Oder-Operator, auch wenn sie streng genommen keine Operatoren sind, oder eben so Dinge wie const oder return. So, und mit diesem Wissen ausgestattet und auch tatsächlich nur mit dem, was wir bis jetzt gesehen haben, damit geht es jetzt an die ersten Aufgaben aus dem Buch und dafür fange ich am besten einfach nochmal eine neue Datei an und wir gucken mal, was dabei herauskommt. Also, das heißt, ich lege eine neue Datei an und nenne das Ganze mal task1.js. Und gegeben an der Stelle, das ist erstmal eine relativ einfache Aufgabe sozusagen zum Warmwerten, sind eine Reihe von Ausdrücken und die soll man jetzt einfach von Hand auswerten. Naja, das ist relativ simpel. Wir haben zunächst mal eine 10, das ist tatsächlich einfach eine 10. Dann haben wir 5 plus 3 plus 4, 5 plus 3 plus 4, da muss man jetzt bedenken, es wird von links nach rechts ausgewertet. 5 plus 3 ist 8, plus 4 ist 12, also auch das ist relativ offensichtlich. 9 minus 1 ist das nächste, das ist einfach 8, 6 geteilt durch 2, das ist auch einfach, das ist entsprechend 3. Jetzt kommt der erste verschachtelte Ausdruck. Wir haben 2 mal 4 plus 4 minus 4. Da muss man jetzt Punkt vor Strichrechnung berücksichtigen und die Klammern. Und da gilt einfach 2 mal 4, das ist natürlich eine Multiplikation. Hier steht ein Plus, also 2 mal 4 comes first. 2 mal 4 ist 8. 4 minus 4, weil das in Klammern steht, muss als nächstes berechnet werden, ist 0. Das heißt, wir haben 8 plus 0, das ist tatsächlich einfach 8. Die nächste Zeile ist genau genommen kein Ausdruck. Da sagen wir, wir definieren die Konstante a und weisen ihr den Wert 3 zu. Und wir definieren als nächstes die Konstante b und weisen ihr den Wert von a plus 1 zu. Also a ist 3, b ist 4. Und das Schöne ist auch, und das ist das Praktische an Konstanten, deren Wert ändert sich ja naturgemäß nie. Das heißt, ich kann mich im weiteren Verlauf, egal was noch kommen mag, darauf verlassen, dass a 3 und b 4 ist. Das heißt, wenn jetzt sowas kommt wie a plus b plus a mal b, dann kann ich mir überlegen, okay, Punkt vor Strichrechnung, also als erstes muss ich a mal b rechnen, also 3 mal 4 ist 12 und jetzt geht es von links 3 plus 4 plus 12 und 3 plus 4 ist 7 plus 12 ist 19. Dann können wir die Frage stellen, ist a gleich b? Nein, das ist natürlich nicht der Fall, das eine ist 3, das andere ist 4. Jetzt können wir noch die Vergleichsoperatoren und die logischen Operatoren hinzunehmen. Wir können also sagen, wenn b größer als a ist
Und wenn b kleiner als a mal b ist, dann gib doch bitte b zurück, ansonsten gib a zurück. Sieht wild aus, ist aber gar nicht so schlimm. Also erstmal die Frage, b größer als a? Ja, natürlich, weil 4 ist größer als 3. Und jetzt ist die andere Frage, ist b kleiner als a mal b? Also ist b, das ist ja 4, kleiner als a mal b? Also a mal b ist 12, also 4 ist größer als 3? Ja. Und 4 ist auch kleiner als 12? Auch ja. Also linke Seite und rechte Seite von dem und ist sozusagen wahr. Dadurch wird der Gesamtausdruck wahr und dann wird entsprechend von dem ternären Operator das b zurückgegeben. Das heißt, dieses ganze Ding hier, das evaluiert zu 4. Die nächste Frage, die wir stellen können, ist a gleich 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 4. Wenn ja, dann 6. Ansonsten, wenn b gleich 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 4, dann 6 plus 7 plus a geteilt durch 25. Da geht es jetzt auch wieder von links nach rechts erstmal. Also wir haben erstmal, ist a gleich 4? Nein, a ist nicht gleich 4, a ist nämlich gleich 3. Insofern wird keine 6 zurückgegeben, sondern es folgt dieser Ausdruck. Ist b gleich 4? Ja, b ist gleich 4. Das hinten ist natürlich Quatsch, was ich eben sagte, das ist natürlich nicht geteilt durch 25, das ist ja die Abgrenzung des Oder-Falls. Also ist b gleich 4? Ja, das ist der Fall. Dann haben wir 6 plus 7 plus a und 6 plus 7 ist 13. Plus die 3 von dem a sind 16. Das heißt, dieser ganze Ausdruck kommt auf 16 raus. Dann haben wir zu guter Letzt, das ist jetzt das Vorletzte von Aufgabe 1, haben wir 2 plus b größer als a. Wenn ja, dann b, ansonsten a. Das heißt, hier können wir jetzt wieder in der Klammer anfangen. B ist größer als a. Ja, das ist der Fall. 4 ist größer als 3. Wenn ja, dann gibt eine 4 zurück, ansonsten eine 3 zurück. Also ist der Gesamtausdruck von der Klammer 4, weil b zurückgegeben wird. Und dann rechnen wir 2 plus diesen Ausdruck. Und das ist entsprechend 6. Also jetzt kommt der letzte Ausdruck. Der ist a ist größer als b. Beziehungsweise wenn a größer als b ist, dann gib a zurück. Ansonsten, wenn a kleiner als b ist, dann gib b zurück. Ansonsten minus 1 und das Ganze bitte multiplizieren mit a plus 1. So, da ist es jetzt im Prinzip so, es geht zunächst mal, wir haben zwei Klammern, das heißt, wir müssen erstmal die Klammern auflösen, von links nach rechts. Fangen wir also mit der linken Klammer an. Ist a größer als b? Nein, 3 ist nicht größer als 4. Also wird nicht a zurückgegeben, sondern wir gehen auf diesen Fall hier. Ist a kleiner als b? Ja, das ist der Fall. 3 ist kleiner als 4. Insofern wird jetzt b zurückgegeben, also die 4. Das heißt, der Ausdruck oder der Wert des Ausdrucks der linken Klammer ist 4. Die rechte Seite, a plus 1 ist deutlich einfacher. Also 3 plus 1 ist auch 4. Also haben wir 4 und 4 und dazwischen eine Multiplikation. Das Ganze gibt also 16. Und das ist die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe, die dann folgt, ist eine Formel gegeben, eine mathematische Formel, und die soll man als JavaScript-Ausdruck schreiben. Und die habe ich mir schon mal vorbereitet. Die habe ich mir jetzt sozusagen aus dem anderen Fenster gerade mal rüber kopiert. Das heißt, wir haben einen Bruch und sollen den jetzt als Ausdruck formulieren. Das heißt, wir fangen einfach mal an. Ich bin an der Stelle, ich mache sowas gerne quasi, dass man sozusagen erstmal bei dem großen Bruchstrich anfängt. Das heißt, wir haben eine Division. Wir haben x durch y und alles, was unten steht, nenne ich y, alles, was oben steht, nenne ich x. Unten ist der einfachere Teil, das heißt, da habe ich ja einfach eine Multiplikation im Grunde genommen von Werten mit Klammern. Das kann ich ja fast so übernehmen, das muss ich im Grunde genommen, und jetzt das klammer ich jetzt, um klarzumachen, dass das eben alles in den Nenner gehört. Das heißt, da haben wir im Grunde genommen dreimal in Klammern 6 minus 2 in Klammern mal 2 minus 7 in Klammern und das ist unsere untere Seite sozusagen. Dann haben wir oben noch den Zähler und im Zähler, da haben wir zunächst mal, den klammer ich auch komplett, da haben wir 5 plus 4 plus, jetzt kommen ohnehin Klammern, 2 minus, jetzt kommen wieder Klammern, 3 minus, jetzt kommen wieder Klammern, 6 plus und jetzt kommen die 4 Fünftel und diese 4 Fünftel, die kann ich mit Klammern schreiben, ich muss es aber nicht, da ich ohnehin Punkt vor Strichrechnung gilt. Das heißt, bei diesem 6 plus 4 Fünftel gilt ja ohnehin, es wird zunächst 4 Fünftel berechnet und dann plus 6 und nicht erst 6 plus 4 und dann durch 5. Insofern passt das an der Stelle so. Und das ist Aufgabe Nummer 2. Also damit wird einfach gezeigt, man kann mathematische Ausdrücke in Code umwandeln
Und theoretisch lässt sich das Ganze natürlich auch in die Rückrichtung machen. Also mit anderen Worten, das, was sich mathematisch formulieren lässt, kann man auch in Code ausdrücken. So, jetzt kommt die erste Aufgabe, bei der man nicht einfach nur vorhandenen Code lesen oder interpretieren muss, sondern wo man tatsächlich mal ein bisschen Code selber schreiben muss. Die dritte Aufgabe, da machen wir eine Task3.js draus, ist die Aufgabe, eine Funktion zu schreiben, die drei Zahlen als Argumente nimmt, also sowas wie x, y und z, und die soll die Summe der Quadrate der beiden größeren zurückgeben. Also sagen wir erstmal, wir haben sowas wie sum of greater squares, und an der Stelle gehe ich natürlich jetzt mal davon aus, dass die Zahlen nicht alle gleich groß sind, sondern dass die tatsächlich unterschiedlich groß sind, damit es auch zwei größere gibt sozusagen. Das ist tatsächlich im Buch nicht näher spezifiziert. Davon gehe ich jetzt aber einfach mal stillschweigend aus. Das heißt, wir haben drei Werte, x, y und z, und wir haben jetzt an der Stelle nur die Sprachmittel zur Verfügung, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Das heißt, ich würde jetzt sowas sagen wie return, weil ich möchte ja in jedem Fall etwas zurückgeben. Und jetzt möchte ich wissen, ich will ja die Summe der Quadrate der beiden größeren zurückgeben. Und das Schöne ist ja, diese Summe der Quadrate, das hatten wir ja vorhin schon, das war ja, wir hatten die Funktion square von x, was einfach ein return x mal x war. Und wir hatten ein Function sum of squares, das war von x und y. Und da haben wir dann entsprechend ein square von x plus square von y. So, und das heißt, jetzt müssen wir eben gucken, wir wollen jetzt die Sum of Squares berechnen von den beiden größeren Zahlen. Und jetzt ist die Frage, wie man das möglichst effizient, möglichst elegant ausdrückt. Mein allererster Ansatz wäre, hinzugehen und zu sagen, wenn x größer als y ist und y größer als z, also wenn das der Fall ist, dann gib Sum of Squares von x, y zurück, weil dann wissen wir, x ist größer als y, y ist größer als z, also ist z das Kleinste. Wenn das nicht der Fall ist, naja, dann gibt es die Variante, x ist größer als y, aber jetzt ist nicht y größer als z, sondern jetzt ist z größer als y. Z größer als y. Wenn das so ist, dann haben wir die Sum of Squares von x und z. Ja, weil jetzt ist ja x größer als y und z ist größer als y, also sind beide größer als y, also ist x und z. Dann haben wir die Kombination, jetzt haben wir xy und xz. Jetzt gäbe es die Option, dass wir zum Beispiel sagen, y ist größer als x und x ist größer als z. Dann hätten wir Sum of Squares. Wenn y größer als x ist, dann haben wir, und x ist größer als z, dann haben wir y und x. Das ist aber tatsächlich so ein ähnlicher Fall wie der hier oben. Ich schreibe ihn jetzt aber einfach mal hin. Man kann ja bei solchen Aufgaben immer ganz gut einfach durchgehen, indem man einfach alle Varianten durchspielt. Vereinfachen kann man es dann später immer noch. Das heißt, jetzt hätten wir noch die Variante, wenn y größer als x ist und wir haben jetzt hier z größer als x, dann hätten wir die Sum of Squares dann hätten wir die Sum of Squares von y und z. Jetzt muss ich kurz überlegen, das ist vielleicht ganz hilfreich, wenn man sich das vorher einmal aufschreibt, bei drei Zahlen x, y, z und wir nehmen die zwei größten. Wie viele Varianten gibt es denn überhaupt? Also entweder sind x und y die beiden größten oder x und z sind die beiden größten oder y und z sind die beiden größten. Mehr als diese drei Fälle gibt es ja nicht. Und da sieht man jetzt schon, dass es eigentlich schon übers Ziel hinausschießt. Man kann das Ganze, also man kann so vorgehen, aber jetzt haben wir hier ja schon vier Fälle formuliert, wobei wir hier schon zwei haben, die im Grunde genommen eigentlich gleichbedeutend sind. Das sind jetzt nur unterschiedlich formulierte Varianten. Und dann sieht man, okay, diese Variante zum Beispiel können wir weglassen, weil den Fall xy haben wir schon, den Fall xz haben wir auch schon und yz haben wir auch schon. Und genau genommen muss man ja für diesen dritten Fall noch nicht mal mehr eine Prüfung machen, weil wir wissen ja schon, wenn die ersten beiden Fälle nicht gelten, dann muss es der dritte sein. Insofern ist, also wie gesagt, wenn wir Gleichheit von Variablen ausschließen, dann bleibt ja nur das entsprechend übrig. Insofern können wir das Ganze einfach so mit diesen drei Zeilen formulieren. Okay, dann haben wir als vierte Aufgabe, jetzt haben wir eine Task4.js und da haben wir auch zunächst mal wieder ein paar Funktionen gegeben. Das heißt, wir haben eine Plus-Funktion,
mit den Parametern a und b und die gibt einfach a plus b zurück. Wir haben eine Minusfunktion mit a und b und die gibt a minus b zurück. Und wir haben a plus abs von b, a, b und diese Funktion, die hat jetzt folgende Implementierung, nämlich return, wenn b größer gleich 0 ist, dann plus, ansonsten minus und dann hier hinten a, b. Und das ist jetzt was, was in JavaScript übrigens sogar relativ gängig ist, so zu arbeiten, was aber manchmal auf Entwicklerinnen und Entwickler von anderen Sprachen ein bisschen seltsam wirkt. Weil hier an der Stelle wird jetzt eine Funktion referenziert, ohne die Funktion direkt aufzurufen. Also hier steht ja nicht plus, Klammer auf, hoppla, hier steht ja nicht plus, Klammer auf, Klammer zu, also es ist kein Funktionsaufruf, sondern das ist die Abstraktion an der Stelle, wo tatsächlich die Funktion als solche gemeint ist. Also wo der Name, der im Environment registriert ist, sozusagen durch seinen Wert ersetzt wird. Und der Wert an der Stelle ist die Funktionsdefinition. Das hatten wir ja vorhin, dass eine Funktionsdefinition zwei Dinge macht, nämlich die eigentliche Funktion ins Leben rufen sozusagen und diese Funktion dann unter dem jeweiligen Namen im Environment registrieren. Und was jetzt hier eben passiert, in a plus abs b, also das ist die Aufgabe, man soll erklären, was hier passiert, da wird jetzt eben hingegangen und wird gesagt, also wenn b größer als 0 ist oder wenn b gleich 0 ist, dann nimm sozusagen die Plusfunktion, ansonsten nimm die Minusfunktion. Das heißt, diese Klammer hier, das ist gleichbedeutend mit dem Rumpf der Plusfunktion beziehungsweise mit dem Rumpf der Minusfunktion in Abhängigkeit davon, ob b größer gleich 0 ist oder nicht. Und dementsprechend wird also hier Plus oder Minus aufgerufen mit den Parametern a und b. Das heißt, wenn b größer gleich 0 ist, dann wird Plus aufgerufen. Wenn b kleiner als 0 ist, wird Minus aufgerufen. Wenn man sich jetzt überlegt, wie die Funktion heißt, nämlich a plus Absolutbetrag von b, dann ist es auch logisch, dass das passiert, weil wir angenommen, b wäre größer gleich 0, dann wissen wir ja, dass der Absolutbetrag sich nicht ändert. Und wir rufen ja hier übrigens, by the way, nicht die Abs-Funktion auf. Wenn jetzt b größer gleich 0 ist, dann wissen wir, der Absolutbetrag von b ist immer noch b. Insofern können wir, um a plus den Absolutbetrag von b zu rechnen, ja einfach a plus b rechnen. Genau das passiert. Wenn nämlich b größer gleich 0 ist, dann rechnen wir plus von a und b. Wenn b 0 ist, dann gilt das Gleiche. Wenn b negativ ist, dann wissen wir, um den Absolutbetrag von b zu bekommen, müssen wir minus b nehmen. Und wenn wir dann rechnen a plus Klammer auf, minus b, Klammer zu, dann kann man das Plus wegmachen vor der Klammer und die Klammern wegfallen lassen, dann steht da a minus b und das ist genau das, was wir dann hier machen. Dann rufen wir nämlich die Minusfunktion auf mit a und b. Und insofern ist a plus abs b eben genau die Implementierung von dieser Funktion. So, und die fünfte und letzte Aufgabe, das ist jetzt ein kleines Rätsel sozusagen, und zwar ist also ein Snippet von Code gegeben, und zwar ist eine Funktion p gegeben. Und die ruft sich selbst rekursiv auf. Und außerdem ist eine Funktion gegeben, test, mit den Parametern xy. Und diese Funktion sagt jetzt, wenn x gleich 0 ist, dann gib 0 zurück, ansonsten gib y zurück. Und die Frage ist jetzt, oder die Behauptung ist jetzt, dass man mit dem Aufruf von test 0, p herausfinden kann, ob etwas Applicative Order oder ob JavaScript mit Applicative Order oder mit Normal Order arbeitet. Jetzt müssen wir uns nochmal kurz vor Augen führen, was Applicative Order bzw. Normal Order heißt. Dazu gehen wir nochmal in unser ursprüngliches Dokument zurück. Und Applicative Order heißt, es werden zunächst die Parameter ausgewertet, bevor die Funktionen angewendet werden. Das heißt, Parameter auswerten ist hier relativ easy. Wir haben erstmal die 0. Das ist einfach, das ist ein ganz einfacher Ausdruck, der wird einfach zu 0 evaluiert, der wird zu 0 ausgewertet und damit ist gut. Und wir haben als zweiten Parameter oder als Argument besser gesagt, haben wir als Argument für den zweiten Parameter, haben wir den Ausdruck von dem Funktionsaufruf von p. Funktionsaufrufe sind ja Ausdrücke. Das heißt, bevor wir die Testfunktion anwenden können, müssen wir erstmal dieses p auflösen. Und wenn wir jetzt p aufrufen, dann sehen wir, dass sich p selber aufruft, das heißt, p ruft p auf, was wiederum p aufruft, was p aufruft, was p aufruft und immer so weiter. Das heißt, das Ganze führt zu einer Endlosschleife. Das wird nie enden. Und beziehungsweise es wird natürlich irgendwann enden, weil sozusagen irgendwann der Speicher auf dem Stack ausgeht für die Aufrufe. Das heißt, das wird in einem Call-Stack
Call Stack exceeded, einem Stack Overflow, irgendwie sowas wird das enden, wenn JavaScript mit Applicative Order arbeitet. Das heißt, Applicative Order wäre hier quasi ein Call Stack exceeded. Das Interessante ist jetzt, ich habe ja vorhin, als wir uns mit Applicative Order und Normal Order beschäftigt haben, habe ich ja behauptet, dass die beiden nicht immer zum selben Ergebnis führen und dass wir dazu noch ein Beispiel sehen würden. Und genau das haben wir jetzt hier. Wenn wir nämlich mit Normal Order arbeiten, dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus, weil, also wir können es ja hier einmal auch hinschreiben, also das Ganze würde ausgewertet, wir haben diesen Aufruf, das Ganze würde ausgewertet, indem P aufgerufen wird und P wird durch einen Aufruf von P ersetzt. Das heißt, wir ersetzen diese Zeile mit sich selbst und das geht eben immer so weiter. Deswegen haben wir eben auch eine Endlosschleife, beziehungsweise irgendwann geht uns der Speicher aus. Wenn wir jetzt mit Normal Order arbeiten, das heißt, wir haben wieder diesen Aufruf, dann gehen wir ja zunächst hin und wir werten nicht die Parameter aus, sondern wir werten zunächst mal, wir wenden die Funktion an. Die Funktion anzuwenden heißt, wir nehmen hier den Rumpf oder den Ausdruck, besser gesagt, des Return-Statements der Funktion und setzen jetzt für die Parameter x und y die entsprechend übergebenen Argumente ein. Das heißt, wir setzen für x 0 ein und wir setzen für y p, Klammer auf, Klammer zu, ein. Und jetzt ist der Punkt, dass wir ja vorhin gesagt haben, der ternäre Operator ist genau genommen eigentlich auch kein Operator, weil er ja auch nur einen Teil seiner Operanden ausführt, nämlich in Abhängigkeit davon, ob der Ausdruck hier vorne true oder false ergibt, eben nur den einen oder den anderen. Das heißt, weil 0 gleich 0 ist, wird an dieser Stelle jetzt 0 zurückgegeben werden und p wird nie aufgerufen. Das heißt, bei einer Laufzeitumgebung, die mit Normal Order arbeitet, gibt das Ganze einfach nach einem Aufruf direkt eine 0 zurück. Und insofern ist das richtig. Insofern kann man mit dieser Funktion, mit diesem Test hier ermitteln, ob JavaScript mit Applicative Order oder mit Normal Order arbeitet. Und wie wir vorhin schon festgestellt haben, JavaScript arbeitet mit Applicative Order. Ja, und damit haben wir die Aufgaben von dem ersten Abschnitt aus dem ersten Kapitel von Structure and Interpretation of Computer Programs in der JavaScript Edition im Grunde genommen behandelt und durchgesprochen und haben vor allem auch ein bisschen die Hintergründe gesehen, wie das Ganze sich so verhält und was dahinter steckt. Jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, wie hat dir das gefallen? Also das war jetzt ja einfach mal auch ein Experiment zugegebenermaßen, dieses Video, weil wir natürlich nicht so genau wissen, wie euch diese Videos gefallen. Das wäre für mich super, super interessant zu erfahren, wie dir das gefallen hat. Also ist das für dich nützlich? Ist das für dich hilfreich? Wie gesagt, das war natürlich jetzt heute noch relativ einfach, weil es ja auch wirklich der Anfang des Buchs erstmal ist. Das wird anspruchsvoller, das wird abstrakter, das wird deutlich schwieriger. Trotzdem, also schreib deine Meinung, wie dir das Video gefallen hat, bitte, bitte, bitte gerne mal unten in die Kommentare, ob wir damit weitermachen sollen, ob wir weitere solcher Videos machen sollen, ob wir mehr zu dem Buch besprechen sollen oder ob du sagst, naja, ist mir eigentlich dann doch zu weit weg, beziehungsweise wenn ich das in dem Detail gerade wissen will, dann lese ich lieber das Buch. Also schreib das, egal wie du dazu stehst, du würdest uns einen riesigen Gefallen tun und sehr helfen, wenn du das in die Kommentare schreibst. Und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Und wenn du das Video deinen Kolleginnen, deinen Kollegen, deinen Freundinnen, Freunden, wem auch immer, wen es interessiert oder wen es interessieren könnte, für wen es hilfreich sein könnte, wenn du es weiterempfiehlst. Ja, und ansonsten bleibt mir dann eigentlich nur noch zu sagen, wie immer, ich wünsche dir erstmal noch einen schönen Donnerstag, eine schöne restliche Woche und dann pass wie immer gut auf dich auf. Bleib gesund und dann sehen wir uns am kommenden Montag wieder. In dem Sinne, mach's gut. Ciao.